Gott spricht: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. In 4 Wochen ist Ostern. Für viele von uns, vor allem für unsere Kinder und Enkel, geht es am Ostersonntag erstmal ums Suchen und Finden. Ostereier suchen, Ostereier finden. Bei vielen wird bald zu Hause gefärbt, gemalt, kleine Nester gefüllt. Mit den Ostereiern ist das ja so eine Sache. Sie sollen ja auffallen, damit sie gefunden werden. Und zwar sowohl auf der grünen Wiese als auch, wie wir es früher schon mal hatten, auch im Schnee. Sie sollen aber nicht zu leicht gefunden werden, denn sonst macht das Suchen ja keinen Spaß. Um Suchen und Finden geht es also schon jetzt in diesem Gottesdienst. Ostern ist eine fröhliche Sache, aber bis dahin sind es noch ein paar Wochen. In der Passionszeit geht es um etwas ganz anderes. Es geht um Fehlersuche. In dem Prozess, der Jesus gemacht wurde, geht es stundenlang darum, Fehler zu finden. Was hat er falsch gemacht? Warum soll er weg? Warum wollen ihn so viele loswerden? Das lässt uns sofort an unsere Zeit denken. Kaum hat jemand einen Fehler gemacht, bricht ein Shitstorm über ihn herein. Egal ob Polizei oder Kanzler, Filmschauspieler oder wer auch immer. Der hat was falsch gemacht und deswegen soll er weg, finden viele. Einer muss ja schuld sein. Sündenböcke suchen ist eine Lieblingsbeschäftigung. Ob damals in Jerusalem oder heute in der Türkei, in der Berlin oder sonst wo. In England zum Beispiel denken heute viele, einen König brauchen wir nicht, weg mit ihm. Kein neuer Gedanke. War damals in Jerusalem auch schon zu hören. Und das hat damals wie heute mit vielen lebenslangen Glaubensüberzeugungen zu tun und auch mit Politik. Machen wir uns nichts vor, das hängt fast immer zusammen. Spätestens seit den alten Ägyptern geht es beim Glauben meist auch um Macht, auch wenn wir das nicht so gerne wahrhaben wollen. Die Bibel macht das in den Berichten vom Prozess gegen Jesus sehr deutlich. Fehler suchen ist eine Lieblingsbeschäftigung der Menschen. Oft macht das Sinn, damit man die Fehler künftig vermeiden kann. Oft ist es aber auch Unsinn oder Dampf ablassen oder einfach, ich bin da nicht schuld, das muss jemand anders sein. Aber wer? Das sind wichtige Fragen. Aber eins soll jetzt klar sein. Es geht uns hier und heute nicht um Politik, sondern um Glauben, um unseren Glauben. Und so feiern wir den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören jetzt das Lied »Herr, ich komme zu dir«. Gib mir ein Wort, Jesus.
hört Psalm 130 in moderner Übertragung im blauen Buch die Nummer 964.2. Von ganz unten schreie ich zu dir, Herr. Herr, kannst du mich hören? Höre mich. Hörst du, wenn ich schreie? Es könnte doch kein Mensch bestehen, wolltest du nur zählen, was er alles falsch gemacht hat. Du bist doch einer, der Mitleid hat und verzeiht. Einer, der will, dass der Mensch immer wieder auf die Füße kommt, aufsteht und ein Mensch ist. Ich hoffe auf dich. Ich hoffe nur noch, mit Leib und Seele, alles an mir hofft. Mehr als die Wache auf den Morgen warte ich auf dich. Und so soll auch Israel hoffen, denn er verzeiht und erlöst vollkommen. Keine Schuld bleibt zurück. Er wird Israel retten von allen Sünden. Und ich füge hinzu, und auch uns. Hört jetzt das Lied »Du bist der Atem der Ewigkeit«. Gott, unser Vater, täuschen wir uns oder ist es tatsächlich so, dass alles immer schwieriger und immer schlimmer wird in dieser Welt? Du hast doch in Jesus Christus das Böse in der Welt bezwungen. Du hast doch Tod und Teufel besiegt. Warum sehen wir immer noch und immer mehr die Fratzen von Macht und Gewalt? Wir bitten dich jetzt, nimm uns jetzt mit hinein in die Welt deines Friedens. Wir haben die Kerzen auf dem Altar angezündet, weil du, Jesus Christus, das Licht bist. Leuchte uns auch in diesen dunklen Tagen und lass uns dein Licht in die Dunkelheit der Welt ausstrahlen. Das können wir nur durch dich. Herr, erbarme dich über uns. Amen. Gott hat sich unser erbarmt. Hört seinen Zuspruch. Wir haben das prophetische Wort. Achtet darauf als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. In der Schriftlesung wollen wir heute die ganzen Texte hören, wie Jesus Christus der Prozess gemacht wurde, was ihm vorgeworfen wurde und wie er von Pontius zu Pilatus geschickt wurde. Erst dann bekommen wir so richtig mit, wie alle versuchten, die entscheidenden Fehler an Jesus zu finden. Hört die Schriftlesung der Passionsgeschichte nach Johannes 18 und 19 in Auszügen.
Es beginnt im Garten Gethsemane. Die Schar aber und ihr Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das ganze Volk. Der hohe Priester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frag die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe. Als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem hohen Priester so antworten? Jesus antwortete: Habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Dann führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium, wo der Statthalter Pilatus residierte. Es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus heraus und fragte: Was habt ihr für eine Klage gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden: Wir dürfen niemanden töten. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber bei euch die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Dann nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn die hohen Priester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige, kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihn hin und kreuzigt ihn,
denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen oder loszulassen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie schrien aber, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Der hohe Priester aber antwortete, wir haben keinen König als den Kaiser. Und da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. An dieser Stelle fügt Bach in seiner Matthäus-Passion einen schlichten Vers ein. Ich lese ihn uns vor. Er hat uns allen wohlgetan. Den Blinden gab er das Gesicht. Die Lahmen macht er gehend. Er sagt uns seines Vaters Wort. Er trieb die Teufel fort. Betrübte hat er aufgerichtet. Er nahm die Sünder auf und an. Sonst hat mein Jesus nichts getan. Wir hören das Lied, wo ich auch stehe. Mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf.
Wenn etwas schief geht auf dieser Welt, wenn es brennt, wenn es einen schweren Unfall gibt, wenn in einer Bank große Geldsummen verschwanden, wenn eine Pandemie ausbricht, immer geht es um eine Frage. Sobald die Toten geborgen und die Verletzten ins Krankenhaus gebracht sind. Eine Frage, wer ist schuld? Einer muss ja die Schuld haben. An irgendjemand muss es ja liegen, dass was passiert. Dummerweise findet man es nicht immer heraus. Niemand hat es gesehen. Oder die Zeugen widersprechen sich. Oder die Unterlagen sind vernichtet. Oder der Täter ist untergetaucht. Schon im alten Israel bei der Wüstenwanderung gab es das Problem. Man konnte die Schuldigen nicht finden. So wurde einmal im Jahr ein Ritual mit zwei Böcken gehalten. Und dann wurde ein Bock in die Wüste geschickt, der Sündenbock. Ist damit das Thema erledigt? Nein. Ist das Thema erledigt, wenn man einen Schuldigen gefunden und ein Gericht ihn verurteilt hat? Nein. Bei der Love Parade vor 9 Jahren in Duisburg kamen Menschen ums Leben und Hunderte wurden verletzt. Letztlich gab es keinen Schuldspruch. Kein Einzelner war schuld. Das Gelände war ungeeignet für die Veranstaltung und das war vorher nicht erkannt worden. Das leuchtet uns ein. Und wenn wir fragen, wer zum Beispiel an der Verschmutzung der Meere schuld ist, kann es nur eine Antwort geben. Kein Einzelner, aber wir alle. Wir könnten jetzt noch zahllose Beispiele aufzählen. Aber als ich bei der Vorbereitung so weit gekommen war, sagte etwas in mir, stopp, du verrennst dich. Du verwirrst dich und deine Zuhörer. Es wird immer komplizierter. So geht es nicht. Und ich fragte mich, was ist denn die eigentliche, die wichtige Botschaft in diesem Gottesdienst? Wohin soll sie zielen? Es kann doch nicht nur darum gehen, dass wir anderen nicht so viele Fehler unter die Nase halten. Die Botschaft lautet doch nicht, seid ein bisschen nett zueinander. Wie lautet die Botschaft wirklich? Nach einigen Umwegen fiel mein Blick auf einen Vers aus dem Losungsheft für Dienstag. Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus und auf das Warten auf Christus. Da kam mir die Frage, ob wir vielleicht die falschen Prioritäten haben. Wir bemühen uns so verzweifelt, die Welt zu retten. Aber ist das wirklich unsere Aufgabe? Ist das nicht Gottes Aufgabe? Und verfallen wir mit unserem Aktionismus nicht wieder in die Ursünde der ersten Menschen, sein wollen wie Gott? Erkennen, was gut und böse ist? Ihr wisst, was die ersten Menschen dann tatsächlich erkannten, als sie in den Apfel gebissen hatten. Sie erkannten, dass sie nackt waren und dass sie sich gegenseitig beschuldigten und völlig beschämt vor Gott standen. Und sie erkannten, Satan hatte sie betrogen. Sein wollen wie Gott, das war die Versuchung, das war die Falle. Kann es sein, dass wir heute wieder in diese Falle tappen? Der große Versucher war damals noch nicht am Ende. Ich habe den Eindruck, dass wir heute erneut vor einer Versuchung stehen. Wie durch einen Türspalt sehe und höre ich, wie der Versucher mit KI und ähnlichen Fortschrittstechniken wedelt und sagt, ihr könnt das jetzt doch besser. Ihr könnt doch Geräte bauen, die 1000-mal mehr leisten können als ein menschliches Gehirn. Ihr könnt das doch besser. Ihr braucht doch Gott gar nicht mehr. Ich bin kein Technikfeind.
Ich gehe davon aus, dass wir mit der künstlichen Intelligenz viele irdische Probleme besser und vor allem schneller lösen können als bisher. Es ist hier nicht der Ort, darüber zu diskutieren. Was sagt denn Gott dazu? Lest mal den Anfang von Psalm 2. Da steht, Gott lacht sie aus, die größten Wahnsinnigen. Er verspottet sie. Er macht ihre Pläne zunichte. Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion, sagt er. Haben wir nicht davon gehört vorhin im Prozess gegen Jesus? Es geht um die Frage, wer hat im Universum das Sagen? Wer spricht das Machtwort? Genau darum ging es ja. Weißt du nicht, dass ich Macht habe über dich? Fragte Pilatus. Und die Antwort, die hättest du nicht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus hat zu Pilatus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Als die Jünger Jesus einmal fragten, wo ist denn das Reich Gottes? Antwortete er ihnen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Glauben wir das? Vielleicht. Sehen wir das? Vielleicht manchmal. Jesus Christus hat das Machtwort Gott überlassen. Er hat seinem Vater im Himmel vertraut. Am Kreuz hängend hat er gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber das ist nicht das letzte Wort. Ich stieß auf einen Satz aus der Offenbarung, die uns eine Szene in der himmlischen Welt zeigt. Satan und sein Heer werden besiegt. Und dann ertönt eine laute Stimme, nun ist die Rettung und die Macht und die Herrschaft unseres Gottes gekommen und die Vollmacht seines Christus. Er ist der König, den damals noch niemand verstanden hat. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wie es um die Reiche dieser Welt bestellt ist, haben wir ja täglich vor Augen. Und dort sagt Jesus Christus uns, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wo denn? Wie denn? Wenn Jesus Christus zu jemandem, der angeklagt wurde, sagt, ich verurteile dich nicht. Und wenn wir deshalb zueinander auch sagen können, ich verurteile dich nicht, weil wir von Gott Begnadete und Geliebte sind, jetzt und für immer. Amen. Hört das Lied, da wohnt ein Sehnen tief in uns. Thank you.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, was wir gehört haben, ist uns zu groß. Wir können dich nur bitten, öffne uns die Augen und Ohren für dich, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Was wir für die Menschen dieser Welt zu bitten haben, ist uns zu viel. Stärke unsere Hände und Herzen, dass wir bitten und tun, was du uns zu tun heißt. Mit den Worten eines Liedes aus Holland bringen wir vor dich, was wir auf dem Herzen haben, und fügen die ein, für die wir bitten. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wir bitten dich für die Bäume, Herr, für die Obstbäume, für die Ölbäume, für die Laubbäume, lass sie gedeihen zu unser aller Wohl und für den ganzen Planeten. Wollen wir Gott bitten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wir bitten um Frieden für die Völker. Du siehst, wo überall Unfrieden ist, Herr. Aber wir bitten dich auch für die, deren Leben sich dem Ende zuneigt. Lass sie in Frieden sterben. Wir bitten dich für die Menschen, die behindert oder dement sind und gar nicht mehr mitbekommen, was um sie her geschieht. Gib du ihnen inneren Frieden. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der Himmel sagt uns, alles ist vollbracht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wir bitten für die, an denen wir schuldig wurden. Vergib du uns und heile sie. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht, streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen, ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wir bitten auch um Vergebung für die, die an uns schuldig geworden sind, wann auch immer und wo auch immer. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du? Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Herr, wir bitten dich für unsere Umwelt, die so vielfach bedroht und beschädigt ist. Wir fühlen uns so ohnmächtig. Aber du bist der Herr. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr. Ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Herr, wir bitten dich um reale und um geistliche Nahrung.
dass die Menschen dieser Erde satt werden können und dass sie dein Wort zu hören bekommen und an deinem Frieden teilhaben. Und wir bitten dich auch für Bildung, dass viele Menschen lesen und schreiben lernen können, dass auch die Mädchen dieser Welt nicht von der Bildung ausgeschlossen werden. Herr, Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Und so beten wir, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.